natürlich wegen dem Roland. Ich finde ihn einfach klasse. In seinem Alter absolute Spitze. Da kann man richtig abgehen. Werden wir auch. Weil wir Roland Kaiser geil finden, weil wir seit 2012 jedes Jahr hier sind. Hardcore-Fan, ja. Wenn man das so sagen will, natürlich. Kaiser ist einfach Kaiser und da müssen wir hin. Wir sind zusammen auf die Welt gekommen und auch zusammen hier. Herzlichen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und natürlich auch Freundinnen, natürlich, klar. Sei bereit. Ich komme extra aus Berlin. Da ist eine kleine Jugenderinnerung, ja, an die erste Liebe, wie es alles so war. Herrlich. Ich liebe Roland Kaiser. Ja, Roland Kaiser, ich bin damit aufgewachsen. Ist einfach Stimmungsmusik. Roland Kaiser ist eben Kult. Roland ist einfach super, super, super. Sicher, wir bleiben nicht sitzen. Alter, niemals! Das Beste am Leben. Immer wieder Besonderes genießen. Mit dem Radeberger Event Sommer. 3, 2, 1 und Action. Ab dem 30. Juni feiert Dresden die Filmnächte am Elbufer. Freuen Sie sich auf großes Kino vor atemberaubender Kulisse. Auf spannende Blockbuster bei der Radeberger Hollywood Filmnacht. Live-Konzerte und natürlich auf Radeberger Pilsner. Schon immer besonders. Jetzt exklusive VIP-Tickets gewinnen unter radeberger.de. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total Verhalt verliert. Auf den Kaiser! Du solltest nicht allein auf der Party gehen. Du solltest nicht so nah bei mir stehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Wir wünschen, dass wir beide alleine. Die Filmnächte am Elbufer gibt es mittlerweile seit 26 Jahren hier am schönen Königsufer hier in Dresden. Wir sind eine Konzert- und Filmveranstaltung, die über 2 Monate lang geht. Ich denke, es ist eine sehr etablierte Veranstaltung, sodass die Dresdner das nicht mehr wegdenken können. Roland Kaiser liebt die Stadt, liebt die Menschen und liebt natürlich auch diese traumhafte Kulisse hier. Also es ist ja eine wunderschöne Stadt. Ein solcher Veranstaltungsort mit dem Zwinger in der Frauenkirche, wenn es dann Abend wird, wenn die Sonne untergeht, der Fluss und die Boote drüber schwimmen, das ist einfach unvergleichlich. Es gibt es nur hier. Warum hast du dich Die Kaisermania hat sich seit Jahren etabliert. Es ist eine Konzertveranstaltung mit anschließender Party dazu. Da reisen ganz viele extra an. Es ist ein besonderes Erlebnis, weil es natürlich Open Air ist, vor einer schönen Kulisse hier in Dresden. Ich sagte kein Problem. Warum hast du nicht Nein gesagt? Aha, aha, oh Joy. Reizt nach wie vor Sucht. Macht Spaß. Und nächstes Jahr kommen wir wieder. Es war von Anfang an geklärt, wohin die Reise uns führt. Es
war von Anfang an eine Liebe auf den ersten Blick. Die Dresdner haben ihn lieben gelernt und auch weit über die Grenzen Dresdens hinaus. 48.000 Menschen feiern ihn hier einfach ganz besonders. Die sind unglaublich liebevoll ihrem Idol gegenüber. Das ist schon was ganz besonders Warmherziges. Wir sind natürlich sehr froh über die mittlerweile über 20-jährige Zusammenarbeit mit Radeberger. Radeberger, natürlich, hallo! Das ist eine Marke, die perfekt zum Eventsommer passt. Jeden Tag Roland Kaiser und das prägt, das färbt ab. Und Sie kommen aus Hagen, ja? Und ich bin aus Hagen hierher gekommen. Ich komme ja aus Berlin und ich bin tatsächlich jetzt schon seit 10, 12 Jahren, glaube ich, jedes Jahr hier. Ich war vor der Woche schon beim Kaiser. Die Roland-Kaiser-Konzerte sind immer sehr schnell ausverkauft und es steigert sich jedes Jahr aufs Neue. Die Kaisermania gibt es bei den Filmnächten ja auch bald 15 Jahre. Bald haben wir ja hier ein neues Jubiläum. Es ist mittlerweile generationsübergreifend so, dass das Publikum immer jünger wird. Ja, es ist wirklich ein Hype hier in Dresden. Musik verbindet und wenn es schöne Musik ist, verbindet es noch mehr. Ich bin die ältere Generation und das die jüngere Generation. Ich liebe es hier und ich muss euch sagen, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Dresden. Ich bin ja so überwältigt, so eine schöne Stadt habe ich selten gesehen. Wenn ich euch hier so sehe am Königsufer an der Elbe, dann kann ich nur sagen, für mich als Künstler ist das das Beste im Leben. Dankeschön, dass ihr da seid.